Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 4. Es geht weiter. Wir müssen jetzt in den Hauptraum. Die Nebenräume hier haben wir abgegrast. Und das Ding können wir jetzt doch mitnehmen. Nice. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Oh. Ja, die Typen standen vorher nicht da. Das schreit fast nach einem Raketenwerfer, oder? Ihr dummen Schwuchteln. Can we redo this shit? Okay, wait a minute. Das wollte ich nicht. So, Moment. Moment. Spiel laden. Okay. Ich dachte, die laufen dann alle los. Und das, ich habe dann auch erst gemerkt, beim Abdrücken habe ich schon gemerkt, dass das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Frage ist, wenn ich jetzt von hier... Weil das war halt das, was ich am Anfang nicht machen wollte, von hier aus einfach abdrücken. Weil wenn die keine Agro auf mich haben, habe ich Angst, dass es dann gar nicht zählt. Weil wenn die nicht so im Kampf sind, nicht, dass es dann quasi so zählt wie als... Ja, zählt nicht. Aber ich schieße jetzt einfach mal hier in die Mitte. So, dass ich die in der Mitte, die vier kille. Tatsächlich hat funktioniert. Ich habe gerade voll ins Mikro geraten, Entschuldigung. Matado. Matado. Scheiße. Matado. Matado. Na, dafür ist die Munition fast ein bisschen zu schade. Man kann ja leider nicht springen, das heißt, ich muss mit irgendwas drauf schießen und nehme aber lieber die Pistole. Aber das sind alles nur Spinels. Und so, Kack. Aber ich sag mal, ein Schuss für 2500 PTAS, why not? Guess that's fair. Oh, grüner Edelstein, never mind. Seidenkristall. Spinel. Übersehe ich noch irgendwas? Nope, Schatz ist gegettet. Alright. Also ich finde, das war ein Worth. Ah, ich habe den königlichen Grad. Ah, man hätte ihn eh gebraucht. Grad der Königin. Und natürlich Grad des Königs. Ah. Was soll ich jetzt gerade sagen? Egal. Fällt mir schon wieder. Ach so, ja doch, genau, weil für Bosse und so, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt, wenn man sich den, vor allem wenn man sich so ewig lang aufhebt, ja, was bringt es mir, wenn ich den dann quasi in einer guten Situation, okay, vielleicht nutze ich ihn und spare mir dadurch hier und da vielleicht ein Leben oder zwei oder was weiß ich was, oder das heißt ein Leben oder zwei, aber halt einmal, zweimal voll ein oder so. Ah, du dummes Mistvieh. Oder... Ich kann die ganze Zeit mehr Items einsammeln, muss nichts zurücklassen, beziehungsweise muss nichts verschwenden. Weil so, wenn ich die ganze Zeit hier und da eine Granate liegen lasse oder da mal fünf Schuss liegen lasse und so, das zwangsläufig wird es auf mich zurückfallen. Und der Raketenwerferschuss, ich meine, ich kann ihn ja auch nicht ewig aufheben, also keine Ahnung. Gut. Scheiße. Das riecht förmlich nach Bossfight. Moment, was? Da ist ein Schatz? Scheiße, no, man hätte aus dem... Warte mal. It's not too late. Man kann hier aus dem Fenster springen. Ist doch von Vorteil, wenn man die Karte mal ab und zu liest. Vielleicht kann man auch das ganze eklige Ding übergehen, aber ich glaube nicht. Heilige Scheiße, da brüten sie ihre scheiß Insekten aus, ey. Ah, ist nur so eine Lampe. Oh, die ist 10.000 oder so wert. Oh, jetzt dachte ich kurz, es geht einfach so in den Abgrund. Geht das? Nee, es geht nicht. Scheiße. Where are you going, Leon? Oh.
Die hätte ich halt legit vergessen, Alter. Lol. Okay, man kommt nicht drum herum. Also ich glaube, dass uns jetzt gleich irgendeine eklige Scheiße erwartet. Aber auf der anderen Seite kann man, glaube ich, lang. Nein, kann man nicht. Oh Gott. Na nee, gut, zum Glück sind wir sie wieder los. Run, Bitch, run! Ja, über dir, du verdammt! Oh Gott. What the fuck? Are you fucking... Was? Nein, 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 sag mir nicht, das ist die Tür, wo ich schon war. Oh Gott, das ist wirklich. Wow. Wenn das mal nicht knapp war, heilige Scheiße. Scheiße. Scheiße! Genau, bleibt bloß liegen, ihr Arschlöcher. Moment mal, blaues Auge ist das nicht arsch selten? Soll ich zwei davon? Na gut, das hat mir jetzt auch so viel Leben gekostet. Ah, da geht eine Brücke runter. Boah, ist das eklig, das Ding, was da oben hängt. Alter Schwede, ist das eklig. Oh, jetzt kommen noch mehr. Scheiße, jetzt kommen wir jetzt safe nochmal welche. Oh oh. Hä, wait, what? Vielleicht soll ich mir erst den Loot da hinten holen. Oh Gott, ist das ekelhaft. Stell dir mir vor, ihr seid da drin gefangen. Das muss so sein, wie mit Andrea Berg in einem Schlafzimmer zu sein. Oh boy, was ist das? Ach ne, die Tür ist ganz normal offen, glaube ich. Leute, ich dachte gerade kurz, dass das so Schlösser wären. Puh, ich werde schon langsam ein bisschen paranoid. Aber wenigstens mal wieder die... Heilige Scheiße, Mann, erschreck mich nicht so. Zu meinem Boy, aber deswegen darfst du mich nicht einfach so erschrecken. Ja gut, aber eigentlich will ich gar nichts von dem. Also er ist zwar süß und so, aber jetzt gerade habe ich eigentlich keinen Bedarf. Wobei doch, tatsächlich würde ich mir gerne Erste-Hilfe-Spray kaufen, wenn ich ehrlich sein soll. Got some rare things. What are you buying? What are you buying? Gott, die Stimme, ey. Mit der könnte er mich jedes Mal wieder ins Bett kriegen. So, wir haben jetzt wieder Platz, genau. Und wir haben auch nicht mehr so viel Heilung. Mich würde nur mal kurz interessieren, wie viel so ein blaues Auge wert ist tatsächlich. 3000 nur, wow. Ist ja gar nichts. Und die normale Lampe ist nur 4,5 wert. Ist ja auch nichts. Naja, gut, wir sind ja nicht hier, um Geld zu verdienen. Wir sind hier, um... Angelika zu retten. Ich glaube, es war doch nicht ihr Name. Vielleicht war es auch... Anna? Aniqua? Das ist nicht so wichtig, wie die Hure heißt. Wie die Frau heißt. It's your boy Salazar. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Hmm.
No, nicht die Typen. No, no, wo stehen die? Ah, da rechts. Oh, do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Oh, ich kann die nicht töten, was? Scheiße. Fuck, 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 fuck. Okay. Hier sollte ich in Sicherheit sein. Der Typ da hinten hat's gar nicht gecheckt, oder was? Genau. Schön liegen bleiben, Gustav. Okay, could be lightly difficult. Diese Fuckboys da hinten auszuschalten. Wow. Was ist das? Irgendwie ist die Kamerasteuerung gerade vollkommen. Wow, das eine Ding ist direkt vor mir eingeschlagen. Steht da noch irgendeiner auf? I don't think so. Lol. Wer wäre so blöd, da reinzulaufen? Irgendwie finde ich überhaupt keine Munition mehr für die TMP, weil jetzt gerade spielen wir nur mit der Schrotflinte. Wäre jetzt schön, wenn man derzeit so viel Munition für die TMP bunkern würde für später. Aber ich denke mal, das Spiel macht das absichtlich so. Die Waffe, die du am häufigsten benutzt, für die findest du auch die meiste Munition. Aber was weiß ich schon. Was ist das überhaupt? Ein Turm? Ich meine, obviously, aber... Ist das ein riesiges Glockenuhrwerk oder was? Eine Notiz. Wow, wait a minute. Dank dem Einsatz der Nuistadors konnten wir Ashley fangen. Wir bereiten uns so schnell wie möglich aufs Ritual vor und nehmen Ashley als Mitglied der Los Illuminados auf. Wer will, kann sich, während wir uns vorbereiten, um unseren amerikanischen Freund kümmern. Wir können unseren Freund wenigstens eine Zeit lang aufhalten, wenn wir die Zahnräder im Uhrenturm blockieren. Wenn wir sie an drei Stellen blockieren, müsste die Zeit reichen, um uns aufs Ritual vorzubereiten. Jetzt geht und unterhaltet unseren Touristen. Was ich immer so krass finde, ist, dass es die Bösewichte immer überhaupt nicht juckt, wie viele von den Leuten, die denen gehorchen, der Held umbringt. Weil ich meine, man muss es sich jetzt mal finanziell oder allgemein einfach durchrechnen. Was ist es mehr wert, den Typen mal ein bisschen hinzuhalten und dabei extrem viele Ressourcen zu verlieren? Oder den Typen umzubringen und dabei vielleicht auch viele Ressourcen zu verlieren, aber dafür ist der Typ dann auch endlich mal tot. Aber ich meine, ich laufe jetzt hier rum und könnte theoretisch immer noch den Plan vereiteln, während wenn die mich einfach umbringen würden. Ja, viel mehr davon hätten wahrscheinlich. Jetzt finde ich es nicht mehr, hier war doch gerade die dritte Blockade, what the fuck? Wird bescheuert oder so. Alter, what the fuck? Ich hab's doch gerade noch angeschaut. Gibt's ja nicht. Okay, what the fuck? Gut, ich muss rein theoretisch nur den Punkt suchen. Hey, lol, ich hab's doch gerade gesehen. So da runter geschaut. Okay, ich glaube, ich muss einfach eine Etage tiefer. Hier geht's runter. Aua.
Okay, what the fuck, Alter? Oder habe ich alle drei schon beseitigt? Na, da ist es. Ah. Heilige Scheiße. Ich habe es nicht mehr gefunden. What the fuck? Na gut, es war ziemlich weit unten. Das konnte man wahrscheinlich wirklich nur aus diesem einen Winkel sehen von ganz oben und sonst gar nicht. Oder ich bin einfach noch blind wie ein Stück blinder Hundekot, I guess. Okay. Dürfte sich jetzt die Brücke wieder runterziehen, oder wie? Oder was? Das sind eine Menge Zahnräder und... Hä, jetzt ist die Brücke... Ah, lol, okay. Ach so, das ist die gleiche Brücke, über die ich auch hergekommen bin. Ah. Oh boy. Zum Teufel sind die Typen. Gefühlt sind die über mir, aber das kann gar nicht sein. Ja, yeah, what the fuck? Ah, da ist einer. Wow, da ist einer. Oh, der hat eine Armbrust gehabt. Bleib liegen. Keine Pisse. Okay. Leute, direkt hier rechts unter mir ist einer mit einer Armbrust. Scheiße, wie kill ich den? Und da unten ist auch einer mit einer Armbrust. Lol. Ey, ja komm, Alter, was ist das für eine abgefuckte Scheiße? Oh nein, hier ist gar keiner. Optical Illusion oder was? Jetzt sehe ich ihn wieder nicht mehr. Komm noch hin. Pussy. Okay, es sind way too many Zahnräder dazwischen. Immer noch. Nicht mehr. War sie eh schon, oder wie? Tja, nur drei von diesen Sklaven. Matalo! Matalo! Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Keiner, okay, gut. Ja, die Shotgun-Muni geht langsam leer. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht. Aber gut, wenn man mal überlegt, wir haben davon ungefähr 50.000 Millionen Stück gefunden. Und irgendwie bin ich jetzt falsch. Wie auch immer ich das geschafft habe. Wait, what? Muss man doch durch den Turm durch, oder was? Muss man doch durch den Turm nach unten? Das kann gar nicht sein, hier geht's ja gar nicht mehr nach unten. Doch, es geht noch nach unten.
Oh, Scheiße. Scheiße. Okay. War gar nicht mal so schwierig. Das war voll der Fail, weil die da draußen hätte ich gar nicht umbringen müssen. Das heißt, ich habe umsonst Munition verschwendet. Das ist ein Ärgernis. Oh, die Boys wollen's wohl wissen. Hell to the fucking yeah. Oh, schaut euch das jetzt an. Ein Augenschmaus. Oh, eine Schreibmaschine, nice. Perfekt. Sammle ich noch die Moneten hier ein. Sehr gut. Das waren glatt 4500. Dann würde ich auch für diese Folge sagen, war's das. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.